Willkommen zurück, meine hochwerten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem original Hamster-Spiel, einem Replay jedenfalls gegen Reaper im Rahmen der Yogurette Knights, der neuen Community-internen Liga von Legatus organisiert. Und in dieser ersten Runde gehe ich mit einer Dunkelelfenarmee gegen die Echsenmenschen von Reaper in die Schlacht. In diesem Matchup hier habe ich gegen die Echsenmenschen einen Verheerer von Rakard Geiselhufen Streitwagen mitgebracht, den legendären verlangsamt Gegner. Eigentlich hätte ich ehrlich gesagt 4 von ihnen mitbringen sollen, weil die auch so gut sind gegen alles. Die sind extrem gut. Bonus gegen große Feinde von 40 mit ihren Geschossen. Das ist einfach super krass. Viel Rüstung durchdringende Schaden und gegen Infanterie sind sie auch noch toll. Einfach klasse Typen. Abgesehen davon eine große Linie aus Spreckenspeeren, 41 Nahkampfabwehr, damit halten sie ewig gegen Sauruskrieger. Wir haben außerdem 2 Schnitterspeerschleudern, um große Monster kaputt zu schießen, eine Kriegshydra mit ihrem Atem und ja, Schaden um Monster zu stören, plus im Hintergrund 2 Dunkeldornen, die habe ich mitgenommen, weil ich mir dachte, hey, ich will einfach für relativ wenig Geld viel rüstungsdurchdringenden Schaden machen, deswegen sind die dabei, auch wenn sie nicht beweglich sind. Echsenritter, Antigroß, eine Erzzauberin mit Pendel und dem Schwächungszauberspruch oder ein Regiment Hexenkriegerin, dachte, ja, das wird schon passen damit. Nicht unbedingt die kompetitivste und extrem stärkste Armee, die es gibt, aber auf jeden Fall auch nicht super schwach. Ach ja, Slanish Sammler im Hintergrund, Höllenfeuer, Runenlese hatte ich noch vergessen. Die sollten nicht fehlen. Mit Seelenräuber und vor der Schmerzen halten sie sehr lange im Nahkampf. Auf der Seite von Reaper sehen wir eine Frontlinie, die unter anderem 2-mal unglaubliche Chamäleon-Skinks enthält. Super gut, man richtig viel Geschossschaden auf kurze Reichweite und 40% Geschossresistenz, lässt sich kaum kaputt schießen. 2-mal Skink-Kohorten mit Wurfspeeren, glücklicherweise habe ich meine Schilde dabei. Dahinter 1, 2, 3 mal 4-mal Sauruskrieger mit Schilden und 1-mal Sauruskrieger mit Speeren. Also mehr als genug da, um meine Linie kaputt zu prügeln, auch wenn es eine Weile dauern wird. Dazu im Hintergrund noch einen Saurus Hornnacken, Antigroß, einen Krokgar als General, ebenfalls Antigroß, ein Bastillon Sonnenmaschine für die Artillerie, zum Glück hatte ich die auch dabei, fängt doch direkt an zu laden, ein uralter Salamander mit Anti-Alles und ein Skinkpriester mit Windstoß, um günstige Infanterie der Dunkelelfen kaputt zu schießen. Und ja, da ist an sich auch alles dabei in seiner Armee, genau wie bei mir, und damit geht's, beziehungsweise er hat nur keine Kavallerie. Und damit geht es jetzt los. Mein Geiselkufen-Streitwagen läuft direkt durch die gegnerische Echsenmenschenlinie in der Hoffnung, seine Skinks zu vertreiben. Und ich muss zugeben, jetzt wo ich es mir im Replay ansehe, sehe ich, der Schaden hier war echt gut. Ich hätte eigentlich direkt hier bleiben sollen und wieder nach hinten abrauschen. Aber ich dachte mir, okay, wir fahren lieber nach vorne rum. Das war allerdings genau die falsche Richtung, denn Krokgar war bereits da und prügelt auf meinen armen Geiselkufen-Streitwagen herum. Muss ich zugeben, das war zu gierig von mir, viel zu gierig. Krokgar haut richtig rein. Die Geiselkufen-Streitwagen sind schon halbtot, leiden unter Entsetzen und verziehen sich hier. 1200 Gold oder wie viel die Kosten waren, so nicht unbedingt optimal eingesetzt. Allerdings war die Führerschaft noch relativ hoch und ich habe gehofft, dass sie wieder zurückkommen vom Flüchten. Und sie kommen zurück. Und in der Folge habe ich angefangen, sie einfach hier über Schlachtfeld zurückzuziehen. Und BÄM! Ach du Schande! Was, wie heißt diese Fähigkeit nochmal? Das ist die Hand der Götter, hat einen meiner wichtigen Geiselkufen-Streitwagen ausgeschaltet. War auf jeden Fall kein optimaler Zustand und irgendwie hängen die jetzt gerade ziemlich langsam rum. Naja, auch auf der anderen Seite des Schlachtfeldes hat Reaper allerdings anscheinend sein Bastillon mit Sonnenmaschine vergessen, das jetzt gerade fokussiert wird von meinen Speerschleudern und schon einiges an Schaden genommen hat. Und ich dachte, oh, während er hinten meinen Geiselkufen-Streitwagen verfolgt, stürme ich mit meinen Echsenrittern vor, um es zu vernichten. Was ich in dem Moment nicht beachtet und gesehen habe, ist, dass ein uralter Salamander aus dem Wald vorgerückt ist. Und, oh meine Güte, Hamster, was machst du für einen Scheiß? Oh, Hamster hat gerade mit dem Kriegshydra-Atem seine eigenen Echsenritter kaputt gemacht. Ich habe mich schon gefragt, warum die eigentlich kaputt gegangen sind. Jetzt im Replay sehe ich's. Hamster sabotiert sich selbst. Sehr, sehr unangenehme Situation, was das angeht. Das war gar nicht so. Ich habe gedacht, es wäre der Salamander gewesen, aber der hat gar nichts gemacht. Naja, gut. Das war ein epischer Fail hier mit den Echsenrittern. Ach du Schande. Und ein zweiter relativ großer Fail hier mit den Verheerern von Rakard. Aber wenigstens haben die die Bastillodon mit Sonnenmaschine vorgebracht. Und das ist jetzt auf dem Weg kaputt zu gehen. Und immerhin sind die Verheerer von Rakard immer noch am Leben und fahren immer noch durch ein paar Sauruskrieger durch.
Und Krokka ist jetzt da, um uns zu stören. Slanisch, Sammler, Höllenfeuer, Runenleser werden unter Beschuss genommen von Chameleons Gings. Und wir versuchen jetzt, Krokka, der sich hier im Zentrum gerade aufhält, direkt vor der Nase meiner Speerschleudern, meine ganzen Dunkeldornen kommen jetzt gerade vor, um auch auf Krokka zu schießen. Und die Kriegshydra will auch mitmachen, in der Hoffnung, hier Krokka, den gegnerischen General, zu vernichten. Und der Schaden, den er genommen hat, ist schon gar nicht mal schlecht. Allerdings der Rest der Echsenmenschenarmee ist jeden Moment auch schon in Reichweite verheerend. Und da kommt das erste Pendel. Das erste Pendel der Dunkelelfen. Mal sehen, ob Reapers rechtzeitig... Nein, es ist die... Wie heißt das Ding? Anizipas Dunkle Horror. Das andere Pendel geht hier vorne rein. Anizipas Dunkle Horror, gar nicht mal so schlecht. Skins sind beschädigt. Aber hier in der Mitte der Schlacht ist es nicht so gut gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Alle meine Truppen auf der Flucht, die Sauruskrieger, haben dann doch noch die Hexenkriegerin und die Hexenritter und die Slanische Sammler vertrieben. Es war sehr viel Schaden an der Armee der Hexenmenschen gemacht worden. Aber ich muss zugeben, ich war zu langsam, meine Dunkeldorn vorzubringen. Und sie beginnen erst jetzt so richtig mit dem Beschuss. Ein bisschen zu gierig ist der Hamster hier gewesen. Auf der anderen Seite, was macht Hamster da? Ich hoffe, Hamster fängt an, den Skinkpriester, den Himmelskinkpriester hier zu töten. Er wäre dazu an sich in der Lage mit seiner ersten Schatten, aber er hat es dann doch nicht gemacht. Ganz schön doof. Kriegshydra mittlerweile auch auf der Flucht und dabei hat sie nur einen Drachenatem rausgehauen. Das hätte auf jeden Fall besser sein können. Auf der anderen Seite, Krokka fast tot. Er zieht sich jetzt zurück. Er muss hier raus, sonst ist er direkt tot, beziehungsweise er flieht der Kriegshydra. Er läuft der Kriegshydra hinterher. Ich kann nur hoffen, dass die Kriegshydra zurückkommt. Sie hat noch 22 Führerschaft. Und was sehen wir jetzt? Nochmal ein Pendel. Ausgezeichnet. Schönes Pendel hier, das diese Sauruskrieger vertreibt. Und die Runenleser vertreiben jetzt gerade auch noch ein paar Skinks. Und es sieht so aus, als ist jetzt gerade die Spezialfähigkeit der Dunkelelf aktiviert worden. Und zwar ist es die geübten Mörder. Mehr Angriffsbonus, Nahkampf, Angriff, Schaden, Führerschaft und Vitalität. Was jetzt dazu führt, dass hier diese Skinks wahrscheinlich jeden Moment vertrieben werden. Dummerweise ist die Kriegshydra jetzt zerstört. Sehr, sehr unangenehm. Großer Verlust auf der Seite der Dunkelelfen. Vorne Hamster. Aber naja, einige Fehler gemacht hier auf der Seite der Dunkelelfen, die ich aber jetzt gerade erst in diesem Replay sehe. Deswegen kann ich es euch wirklich empfehlen. Seht euch eure Replays, vor allem die ihr verloren habt, immer wieder an. Da lernt ihr wirklich mit Abstand am meisten. Die Schnitter-Speerschleudern haben das Feuer erneut wieder hinten auf den... Das Bastillodon mit Sonnenmaschine eröffnet, ist auch schon wieder auf der Flucht, wird keinen Ärger mehr machen. Auf der anderen Seite ist die Großzahl der Sauruskrieger mittlerweile zu den Dunkeldorn vorgerückt. Eine ganz wichtigen Einheiten momentan. Oh, und das ist der nächste. Die Hand der Götter, die Erstzauberin. Fast voll erwischt. Jetzt hat 72 Kills, aber jetzt ist fast tot. Sehr, sehr unangenehme Situation. Die Magierin zieht sich jetzt unter meiner Führung hier in den Wald zurück, um sich dort zu verstecken, um keinen Ärger mehr zu machen. Krokka wird beschossen von den Dunkeldorn, von allem, was wir haben. Und die Höllenfeuer-Runenleser kommen rein, um ihn aufzuhalten. Ich muss zugeben, im Nachhinein war das eigentlich ein unnötiger Angriff. Obwohl, es hat auch nicht geschadet. Krokka ist tot. Ich dachte, das ist meine Gelegenheit. Jetzt müssen wir die Dunkelelfen vernichten. Dummerweise sind meine sehr, sehr wichtigen Dunkeldornen praktisch von diesen Sauruskriegern ausgeschaltet worden. Und im Hintergrund gibt es außerdem noch den uralten Salamander. Den hat Reaper ziemlich lange vergessen. Hat noch wenig gemacht über den Schlachtverlauf. Meine Güte. Ach du Schande. Ein Schuss. 29 Kills. Was für ein mieser Bastard. Und ich musste ihn ausschalten. Und das Einzige, was ich mehr oder weniger hatte, um den Salamander auszuschalten, sind meine Höllenfeuer-Runenleser. Es ist nicht extrem gut, aber ich hatte nichts anderes zur Verfügung. Und sie machen auf jeden Fall eine Menge Schaden. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen. Dummerweise die Sauruskrieger mit Speer direkt schon da. Und zu dem Zeitpunkt muss ich meine Slanisch-Sammler wieder rausziehen, weil das ist klar, die hätten hier unter keinen Umständen bestehen können. Stattdessen gibt es allerdings noch ein paar andere interessante Möglichkeiten, hier mit Slanisch-Sammlern Schaden zu machen. Auch wenn sie, schöner Windstoß hinten, die Speerträger, hat sie voll erwischt. Ihr verfluchte kleine Stinkpriester hat bestimmt schon richtig viel Hitpoint-Damage gemacht. Aber immerhin, Sauruskrieger hier auf der Flucht. Auch der Saurus-Hornacken-Veteran haben wir nicht so richtig beobachtet. Ebenfalls auf der Flucht. Dummerweise noch ein sehr gesundes Saurus-Krieger-Regiment. Und die Echsenmenschen doch schon auf der Führung, in der Führung, was das Kräfteverhältnis angeht. Und vor allem
Der verflügste uralte Salamander, eines der größten Gefahren, die momentan auf diesem Schlachtfeld rumlaufen. Hier werden wir jetzt gleich ein Pendel sehen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich müsste jetzt ehrlich gesagt jeden Moment das Pendel gegen die Saurus-Krieger aktiviert werden. Im Hintergrund erneut ein Windstoß und da kommt das Pendel. Das ist immer riskant, ein Pendel auf sich bewegende Einheiten zu casten. Aber in dem Fall hat es ganz gut funktioniert. Wir haben sie erwischt. Aber es hat bei weitem nicht ausgereicht, um die Saurus-Krieger zu vertreiben. Im Hintergrund gab es noch meinen Streitwagen mit 222 Lebenspunkten. Aber nur mit 6 Führerschaft ist da ehrlich gesagt nicht sonderlich viel los. Meine letzte Chance hier noch einen Sieg rauszuholen sind die Dunkeldorn. 24 Modelle und 25 Modelle sind jeweils noch übrig. Von der Reichweite her allerdings dem uralten Salamander deutlich unterlegen. Aber nur mit seiner Hilfe würde hier noch was gerissen werden können. Kamelons ging's. Wir schießen auf die Hexenkriegerin, hoffen, dass sie sie noch kaputt kriegen, aber sie haben jetzt ihren Ansturm. Dummerweise schießen Kamelons ging's auch nach hinten. Mal sehen, ob die Kamelons schnell genug sind, um zu entkommen oder ob die Hexenkriegerin sie schnappen können. Die Antwort lautet nein, sie schnappen sie nicht. Ah, zum Glück hat der Kamelons King heldenhaft den Beschuss des uralten Salamanders in diesem Moment absorbiert und irgendwie sind sie jetzt hängen geblieben. Ah, die Hexenkriegerin habe ich jetzt, glaube ich, auf den Angriffsbefehl auf den uralten Salamander gegeben. Wir laufen ihm hinterher, aber er wird wahrscheinlich... Ah, das wäre so episch gewesen. Er hat daneben geschossen und er macht seinen Angriff. Oh nein, wer fliegt zuerst? Die Hexenkriegerin fliegen zuerst. Verflucht. Sehr, sehr ungünstig. Wenn wir hier den uralten Salamander in die Flucht geschlagen hätten, wäre das wahrscheinlich sogar eine Situation gewesen, die uns hier den Sieg gebracht hätte. Stattdessen müssen wir uns jetzt auf die letzte Speerschleuder, die noch Munition hat und nicht von Saurus-Kriegern vertrieben wird. Mit einer einzigen Speerschleuder müssen wir hoffen, dass sie diesen Salamander noch kaputt kriegt. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Immerhin trifft sie gut. Die Speerschleudern sind günstig und gut. Gut und günstig wie, keine Ahnung, irgendwelche Discounter, wie sie sich jedenfalls nennen. Nächster Schuss. Bäm! Volltreffer. Und was machen die Armen? Kommt der Angriff? Es kommt kein Angriff. Autsch. Wir haben den Angriff abbekommen. Immerhin der nächste Angriff, der nächste Treffer. Minus 3 Führerschaft. Flieh, Walter Salamander, flieh. Oh nein, er ist jetzt mitten rein. Aber immerhin flieht er. Er flieht, aber er wird sich von der Führerschaft her problemlos wieder regenerieren. Er ist viel zu schnell, 75 Geschwindigkeit. Ich kriege ihn nie. Kriege ihn nie mit den Speerträgern. Und fieserweise ist immer noch ein volles Regiment Saurus-Krieger in der Schlacht. Und Saurus-Krieger sind bekannt davor, gerne bis zur letzten Echse zu kämpfen. Aber immerhin gab noch Dunkeldorn. Wir haben noch Dunkeldorn und die müssen schießen. Und die schießen auch. Mit desaströsem Schaden, den sie hier anrichten. Ein Drittel des Regiments ist noch übrig. Dummerweise machen die Speerträger nicht mehr so richtig mit. Oh, da kommt der nächste Windstoß. Bam, Volltreffer. Verfluchter Skinkpriester. Also von meiner Seite aus gesehen. Nicht von Reapers Seite. Er fand ihn gut. Und jetzt kommt die Erstzauberin erneut in die Schlacht. Ich muss zugeben, im Nachhinein hätte ich sie wahrscheinlich schon viel früher in die Schlacht reinziehen sollen, um die Führerschaft meiner Dunkelelfen Regimenter hochzuhalten. Den Geißelkufen-Streitwagen, man hat nicht mehr viel von ihm gesehen. Er hatte so wenig Führerschaft, dass er eigentlich immer sofort wieder geflohen ist, wenn ich ihn in die Schlacht schicken wollte. Die Einheiten des Gegners wanken zwar, aber der Salamander kann auf jeden Fall aus Entfernung noch ein paar Mal auf meine Dunkelelfen schießen, sollte es denn nötig sein, aber ich wollte es nicht aufgeben. Ich dachte, hey, vielleicht kriegen wir noch den Himmelsskinkpriester kaputt und wenn ich mir so einen Nachhinein ansehe, hätte ich auf jeden Fall meine Zauberin, ich habe sie ja extra auf so einer Echse mitgenommen, wäre bestimmt in der Lage gewesen, den Skinkpriester recht problemlos niederzuprügeln. Und das war im Nachhinein wirklich ein großer Fehler. Ich hatte ja die Gelegenheit, einmal hier hinten im Wald Skinkpriester zu zerstören. Und ich habe es nicht gemacht und ich bereue es auf jeden Fall sehr. Oh, Nacht von Estus. Da ist auch gleich eine Runde, die wir spielen möchten. Und einmal die Entkräftung gecastet mit dem Rest der Magie, die wir noch haben. 6 Nahkampfangriff, 11 Abwehr. Da gewinnen selbst die Schreckenssperre relativ zuversichtlich. Aber die Führerschaft meiner Einheiten und die Lebenspunkte ist zu niedrig. Da geht nichts mehr. Und die Saurus-Krieger räumen die armen Echsenmenschen einfach problemlos ab. Jetzt fangen sie auch noch grün zu dampfen, weil sie die ganze Zeit rumpupsen und CO2 in die Atmosphäre blasen und Methan. Aber ja, und mit diesem restlichen Pupsturm
werden die Dunkelelfen vom Schlachtfeld getrieben und damit heißt es GG und die erste Runde in der Liga der Yogurette Knights zwischen Hamster und Reaper geht an Reaper. Hamster hat ja einfach sich zu viele Fehler erlaubt. Gerade das ungestüme Vorgehen mit dem Geißelkufen-Streitwagen alleine hat ihm so knapp wie es am Ende ausgegangen ist, die Schlacht gekostet. Das Wegwerfen der Kriegshydra und der Selbstbeschuss der Echsenritter waren auf jeden Fall, das war alles, hat ihm so viel Schaden gemacht. Wenn einer dieser Fehler nicht passiert wäre, wäre es wahrscheinlich nochmal anders ausgegangen, aber das waren die kritischen Fehler, die Hamster hier die Niederlage gegen Reaper eingebracht haben. GG, Reaper hat sich hier nicht so viele Fehler erlaubt und abgesehen von der Sonnenmaschine, die ein bisschen rumstand, wo halt diese Salamander hätte wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiver eingesetzt werden können, aber im Großen und Ganzen ein klarer Sieg für Reaper. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es gibt noch weitere Matches. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Danke an Legatus fürs Organisieren des Turniers. Danke an Reaper fürs Spiel und euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.